Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dying Light. Und wie immer erstmal Dankeschön an all diejenigen, die den letzten Part positiv bewertet haben. Bedeutet mich wieder mit Herzen auf dem Kanal am besten. Vielen Dank dafür und ja, bitte weiter so. So. Ach komm schon, Lady. Ich hab da jetzt keinen Bock drauf. Okay, da ist gerade einer runtergefallen. Ah, schau mal an. Nice. Okay, hier ist gleich wahrscheinlich Party los. So, wie gesagt, wir waren im letzten Part. So, geh weg. Im letzten Part in der Schule. Haben nach Antizin gesucht, leider keins gefunden. Und ja, Sprengstoff haben wir gefunden. Super geil. Genau das, was man braucht. Jo, Bruder. Du bist hinüber. Da hättest du einfach nicht hochkommen sollen. So, jetzt will ich natürlich wissen, was für Missionen gibt es in der Nähe. Das hier können wir tatsächlich mal machen. Was ist das hier? Irgendwelche Kräuter sammeln. Okay, ich hätte auf das Ding hier. Irgendwas im Hangarbergen. Okay, ich komme auf jeden Fall hoch. Das ist schon mal die halbe Miete. Gibt es hier irgendwas? Oh, nice. Ja, knacken wir. Okay, da hat sich... Irgendwo keucht auf jeden Fall einer. Okay, was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Es ist mir jetzt wurscht, ganz ehrlich. Wahrscheinlich habe ich jetzt gerade das Wertvolle kaputt gemacht. Ach, da hinten ist ein Keuchender. Ah, der keucht schon echt kräftig. Wenn ich das mal so in den Raum werfen darf. Na? Wollt ihr mich? Ihr wollt mich, ne? Und irgendwo ist ein Spruch. Ey, da ist was Rotes. Was ist das? Ist das die Werkstatt oder ist da... Ist Antizin? Keine... Komm nicht hoch. Doch, komm. Ey, schau mal an. Irgendwo sind Spucker, Leute. Okay. Vielleicht. Vielleicht sollte ich erst einmal irgendwo zu einem Händler. Eigentlich hätte ich schon bei einem Händler sein sollen. Ist hier ein Händler? Da sind Händler. Ich weiß gar nicht, ob hier Händler sind. Ein Händler wäre auf jeden Fall eine geile Sache. Ansonsten könnte ich auch einfach... Okay, der sollte down sein. Oder ist der unten? Also den einen habe ich auf jeden Fall... Dem... Okay. Munition wir halt mal. Oh. Okay. Nein. Die Sichel würde mich tatsächlich interessieren. Was hat die denn für Werte? Ey, die Sichel ist... Die ist damn geil. Ach komm. Weg damit. Was hat denn der Dude? Ey, die haben echt geiles Zeug dabei. Auch geil. Cricket-Schläger.
Ich habe keine Lust auf Cricket-Schläge, ganz ehrlich. Okay, wir haben jetzt noch... Okay. Irgendein Dude mit einem MG. Ich habe mir keine Ahnung, wo er ist. Okay, da ist ein Dicker auf jeden Fall unten. Ach, da ist er. Okay. Ja, gehen wir mal rein, ne? Dein MG will ich auf jeden Fall, mein Freund. Das ist absolut klar. Okay, was müssen wir denn? Wahrscheinlich genau das da, oder? Okay. Ich schau mir erstmal das hier an. Moment. Das machen wir jetzt irgendwie anders. Welches ist jetzt das Stärke? 184? 290? Kann ich... Ja, perfekt. Hier kommt auf jeden Fall nicht hoch, da bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwas blitzt hier unten. Es sind hier echt viele drinnen, Leute. Richtig, richtig viele. Der hier. Ich hätte voll Lust, dem seinen Tank kaputt zu machen. Okay. Das wäre halt mordsgeil. Wenn der hier hochkommt und ich da einfach runterknüppeln könnte. Genau das wollte ich. Jawohl, es geht. Genau das wollte ich. Okay, die Lady ist down. Der Dude ist down. Okay. Und die Lady ist down. Wow. Der Dude ist down. Das Zielen damit ist halt echt. Ich weiß nicht, ob die einen Bullet Drop haben. Schaut aber fast so aus. Ne, damit. Ey, das macht mal Spaß. Das gibt auf jeden Fall auch gut Punkte. War so klar. Und dann. Das Tolle ist halt, ich krieg halt die Pfeile alle zurück. Moment. Das machen wir mal ganz kurz so. Das entspannt die Sache nämlich enorm. Okay. Ich muss noch mal ein bisschen nachtarnen. Ich habe keine Lust, dass das
dass das nicht mehr hält. Schauen wir mal, was hier drin ist. Sehr schön. Ich befürchte aber fast, ich muss in den Zug rein. Wenn ihr mich fragt. Ja, ich muss auf jeden Fall in den Zug rein. Aber ich denke, wir haben hier schon mal ganz gut aufgeräumt. Okay, die nehmen wir mit. Da würde ich mich jetzt einschmieren. Wie viele sind denn hier? Das ist halt... Das ist jetzt halt die große Frage. Ich muss auf jeden Fall in die Waggons. Was brauche ich? Terpentin, Zinkpulver. Okay. Ich glaube, die ganz fiesen... Haben wir schon erledigt. Was habe ich denn sonst noch so? Kann ich Böller herstellen? Ihr seht, ich bin ein bisschen vorsichtiger. Okay. Aber just for fun. Gebt mal alle dahin. Okay. Die burnt sich da hinten schön einen weg. So viel ist hier gar nicht. Ich glaube, ich habe jetzt hier bald alles in die Luft gejagt. So. Okay, die übergibt sich. Und Pfeile herstellen ist halt auch nicht sonderlich teuer. Ich würde hier nämlich sehr gerne erstmal aufräumen. Bevor ich irgendwas tue. So. Den Pfeil. Okay. Moment. Ich werde schwören können, dass da irgendwas drin ist. Wie komme ich hier aber eigentlich, by the way, wieder raus? Da rein? Nee. Gibt's von der anderen Seite einen Weg? Ich habe keine Ahnung, wie ich hier gleich rauskomme. Zinkpulver. Perfekt. Das heißt, ich brauche noch ein Zinkpulver. Und keine Ahnung, was noch. Okay, ganz offensichtlich muss ich immer von der anderen Seite rein. Oder gar nicht in den hier rein. Okay, in den hier ganz offensichtlich auch nicht. Ach, da habe ich den Dicken getötet. Sehr schön. Okay. Sollte eigentlich machbar sein, oder? Schauen wir mal. So. Was hat der für
Werte. Ach, scheiß drauf. Jetzt nichts Besonderes. Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir hier relativ gut aufgeräumt haben. Wahrscheinlich in irgendeinem Wagen wird da noch irgendein Explosion oder so ein Scheiß sein. Ihr kennt mein Glück. Und was hier drin ist, auf jeden Fall Loot. Loot ist immer gut. Daher passt das schon. War lustig halt, dass wir gleich am Anfang Zink gefunden haben. Das ist halt sowas Unwahrscheinliches. Weil normalerweise ist es ja immer auf dem dritten Treffen. Okay, von der anderen Seite gibt es auf jeden Fall Lady. Okay. Da habe ich jetzt eigentlich Da ist auf jeden Fall eine Kiste drin. Wie komme ich an die Kiste da? Und irgendwo höre ich noch jemanden. Okay, da ist Zink drin. Aber ernsthaft, wie komme ich an die eine Kiste hier dran? Ach du. Boah. Ey, da hat es mich jetzt gerade kurz gerissen. Du bist nicht tot. Bist du jetzt tot? Naja, gut, du warst voll auf Alk. Du hattest halt Power auf Alk. Okay, das Messer ist leider bald durch. Aber wie komme ich an die Kisten von dem hier dran? Das hier kann ich auf jeden Fall nicht öffnen. Strange. Jetzt werde ich creepy. Sowas wird in der Regel bestraft. $57, das ist gar nicht mal so wenig. Was ist das hier? Okay, das fasse ich mal lieber nicht an. So, jetzt muss ich noch irgendwie da oben rein. Wie komme ich da oben rein? Okay, da sind auf jeden Fall noch Dudes drin. Wie komme ich da oben rein? Ich habe gerade keine Idee. Okay. Rein. Mull. Wahrscheinlich irgendwie von oben, oder? Aber wie? Wie komme ich da? Plan. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll. Vielleicht doch da hochklettern und dann so und dann irgendwie hochziehen. Kann ja fast nur das sein, oder? Es kann fast nur das hier sein. Okay, klettern wir noch ein bisschen weiter. Geht jetzt nicht, weil... Weil genau hier jetzt das kaputt ist, oder wie? Aber ich muss auf jeden Fall hier. Weil hier... Ah doch, das müsste auch gehen. Probieren wir es mal hier. Ich bin gerade gefangen wie so eine Ratte. Okay. Nein, Dude. Ey, wie ich diese Kletteraktionen hasse, Leute.
Ich hasse die oder. Okay. Also hier kann ich mich definitiv nicht hochziehen. Nee. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier hochkommen soll. Beim besten Willen nicht. Es muss ja fast irgendwo hier sein. Von da darüber? Nee. Huh. Oh, Kaffee. Toll. Bin gefangen. Aber ich habe Kaffee. Crane. Jafar hier. Ja, Jafar. Wir haben eine Idee, wie man deinen Sprengstoff aufkotzen kann. Komm so bald wie möglich vorbei. Okay. Nee, ich komme da nicht dran. Ich komme da wirklich nicht dran, Leute. Ich bin grad zu bescheuert, hier rauszukommen. Wir sehen uns gleich. So, Leute, ich bin jetzt zumindest oben. Meine Fresse, was für eine Kacke. Ich hasse so Kletterscheiße. Kommen wir jetzt aber von hier oben irgendwo da unten rein? Ja, da. Lebst du noch? Du zappelst doch noch. Okay, ich bin auf jeden Fall schon mal drin. Das ist schon mal vielversprechend. So. Und in der... So, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal einen Weg zurück. Mann. Okay, irgendwo sind hier auf jeden Fall noch Freunde drin. Auf jeden Fall gut Loot. Das muss man tatsächlich sagen. Das finde ich gut. Gefällt mir. Kann man gut was verkaufen. Und Terpentin brauchen wir halt noch. Ey, ich habe keine Ahnung, was diese... was diese Pfeile machen. Also, genau schaut anders aus. Ey. Der Dude... Da ist doch noch einer, oder? Ey, da ist doch noch irgendwo einer. Okay, wo ist das Terpentin, Leute? Ach, das geht hier noch weiter. Ach, da Pfeil. Noch mehr Pfeile? Glaube nicht. Der hat nur seinen. Und der ist nicht. Der ist jetzt nicht der Burner. Okay. Okay. Oh, komm schon. Das ist halt die Scheiße, wenn man... Aber du bist nicht das Magister, ne? Also das war auf jeden Fall nicht das Smarteste. Das ist halt die Kacke, wenn man die Knarre auf einem Quickslot hat. Weil, habt ihr gesehen, ich wollte eigentlich nur irgendeine Einhandwaffe. Und was kriege ich? Eine Knarre. War so klar, dass es im letzten drin ist. Aber gar kein Dude hier drin. Okay, krass. Wahrscheinlich ist es doch nicht hier drin. Aber wie gesagt, Loot haben wir auf jeden Fall gut gekriegt. Also ich bin jetzt auf jeden Fall einmal hier komplett durch.
habe ich mein Tipp hin? Ach, da ist es. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Das nehmen wir noch mit. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Du schaust nicht glücklich aus, du schaust auch nicht glücklich aus. Ja, wir haben alles außer hier. Mul auf jeden Fall mitnehmen. So, meine Freunde, damit sind wir aber am Ende des heutigen Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.